Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Ihr erinnert euch sicherlich ans letzte Video, denn ich war in den letzten Tagen im Pillerseetal unterwegs in Fieberbrunn. Aber heute soll es losgehen. Ich will nach Seefeld in die Olympiaregion. Ich bin schon ganz gespannt, was mich dort erwarten wird. Wir sind angekommen und schaut mal, das ist unser Zimmer. Ein schöner Bauernschrank, Bett. Hier geht's auf den Balkon. Und wir haben einen mega schönen Waldblick hier. Herrlich. Und natürlich haben wir auch ein Bad. Mit Dusche. So, wir gehen jetzt einmal den Ort erkunden. Und da ist mein Brotzeit. Da ist unser Hotel. Cassie hat ein Eichhörnchen entdeckt. Und gleich bellt sie, weil es nach oben gegangen ist. Ja, wir gehen jetzt, habe ich doch gesagt, einmal in den Ort und erkunden erstmal, wo Bäcker ist, wo Sparkasse ist. Also wo alles ist, wo ich hin muss. Ich bin ja nur 2 Tage da, muss also schnell gehen. Und ja, jetzt gehe ich erstmal gucken, was Cassie da macht. Na, was hast du gefunden? Nicht daran. Was hast du gefunden? Wo denn? Da oben? Ach, ich sehe es. Da sitzt es. So, da ist mein kostbarer Hof. Ein wirklich uriges Haus. Das hier, der rechte, ist mein Balkon. Und da steht Werner. Jetzt wandern wir zum Möserer See. Kann ja nicht weit sein, 15 Minuten. Wir sind jetzt angekommen am Möserer See. Er liegt auf 1300 Metern Seehöhe und hat 27.800 Quadratmeter Wasserfläche. Tief ist er ungefähr 5 bis 6 Meter und er zählt zu den wärmsten Gewässern der Alpen. Und es gibt hier auch einige Verhaltensregeln, die man einhalten sollte. Ich finde die Farben schon wieder richtig mega jetzt hier im Herbst. Und der See ist auch ganz, ganz klar. Man kann bis unten schauen. Jetzt bin ich wieder in der Unterkunft und schaut mal, was ich euch noch zeigen wollte. Da nimmt gerade eine Timelapse auf, denn schaut mal, wow, oder? Vielleicht kann ich es ja morgen mal andersrum machen. Ich mache für euch eine Timelapse und Instagram kann die von heute schauen. Ich finde es mega, so schön. Ja, wir werden heute auch gar nicht alt werden und rechtzeitig ins Bett gehen. Denn morgen machen wir eine Sonnenaufgangstour. Wir treffen uns schon um 8 Uhr am Lift vom Schwandkopf. Und da müssen wir hier um 7:30 los. Das heißt, frühzeitig ins Bett, frühzeitig aufstehen. Ansonsten kann ich für die Nebensaison hier eigentlich nur empfehlen, selbst mit dem Auto herzufahren und Verpflegung dabei zu haben. Die Unterkunft hat hier geöffnet, ja, aber auch nur, weil ich angefragt habe, für mich jetzt ganz besonders. Die haben auch gleich gesagt, es wird kein Frühstück geben. Da
Darum war ich darauf vorbereitet und habe alles mitgebracht. Ansonsten ist hier Totentanz. Ich bin ganz allein im Haus. Gut, dass ich meinen afrikanischen Kaffee dabei habe. So, der erste Tag hier in meiner Tiroler Stuben geht zu Ende. Ich wollte euch noch mal meinen Ausblick zeigen hier draußen. Schaut mal, ich gucke hier runter auf die Lichter der Städte. Es ist mächtig kalt draußen. Ich verabschiede mich für heute und morgen geht's auf Sonnenaufgangstour. Seid schon mal gespannt. Einen wunderschönen guten Morgen mit diesem Ausblick. Es ist kurz nach 7, also kurz vor 7:30 und wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserer Sonnenaufgangswanderung und dort ist Treffpunkt um 8 und jetzt müssen wir los. Schaut euch mal das Panorama an. Ist das nicht mega? Gleich sind wir oben. Es ist echt anstrengend, obwohl ich bloß jetzt auf 1420 Metern bin. Aber das ging jetzt steil berghoch. Bis da noch und dann haben wir es geschafft. Von da kommt man aus Mösern und mein Auto steht jetzt aber in Seefeld. Das kann ich schlechter stehen lassen, sonst würde ich hier wieder runterwandern. Da ist der Hocheder, der ist 2796 Meter hoch. Die Reiterspitze 2374 Meter hoch. Ich vermute mal, hier werden im Winter die Schneekanonen mit eingespeist. Und ist das nicht mega? Ich weiß gar nicht so genau, wie man hierher kommt. Wir sind da gerade über den Zaun geklettert. Mal gucken, ob wir hier auch wieder einen Ausgang finden. Jetzt muss ich nur irgendwo den Bahnhof finden. Da soll ich mir nämlich die Lifttickets abholen. Und ich darf nicht vergessen, dass der Hund auch was kostet. Also brauche ich auch ein Hundeticket. So, wir fahren jetzt mit der Bergbahn nach oben. Wir sind mit der Jochbahn hier nach oben gefahren. Und schaut euch doch mal diesen genialen Blick an. Hier wollen gleich hier ein paar Segelflieger starten, ein Stück rutschen, sonst fliegen wir mit. Und wir wollen noch ein Stückchen weiter wandern dort hoch. Es ist übrigens so warm, dass ich meine Jacke ausgezogen habe. Wieder ein Gipfelkreuz mehr in meiner Sammlung. Wir stehen jetzt hier auf dem Seefelder Joch. Das ist genau 2080 Meter hoch, da steht es dran. Und wir gehen noch ein Stück dort nach oben. Das sind die Stubaier Alpen, Kütai. Dann geht es hier weiter, Silvretta Gruppe, Lechtaler Alpen. Und da ist das Wettersteingebirge, der Karwendel.
Da fliegen sie. Zieltöpfe? Ziemlich weit. Ja, da unten kommen wir her aus Seefeld. So, ich bin schon etwas außer Puste. Es geht hier doch recht steil berghoch. So, jetzt geht es den schmalen Bergrücken hier entlang. Da unten ist Seefeld. Und Cassie macht noch gut mit. So, da ist unser Weg. Und hier geht's weiter nach oben. Ja, ja, immer weiter. Es ist nicht mehr weit. Einfach hier noch auf der Kante lang und dann sind wir oben. Hoch über den Dächern von Seefeld. Cassie guckt wieder Fernsehen. Ausschau nach den Gämsen. So, gleich sind wir da. Angekommen. Wir sind jetzt, oh, schwer zu sehen, 2200 30 Meter hoch. Auf der Seefelder Spitze. Wir haben jetzt ein schönes Picknick für eine kleine Brotzeit gefunden. Und schaut mal, was für ein mega Panorama. Auch hier vor meiner Nase. Mega genial. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gezeigt habe, aber ich finde es einfach so beeindruckend. Dieser ganze Rundumblick hier, echt atemberaubend. Wir laufen hier auf diesem schmalen Grat. Und rechts und links geht's bergab. Wir sind jetzt an der Rosshütte angekommen und ich wollte mal zeigen, wo wir waren. Und zwar da ganz oben. Wo das Gipfelkreuz ist, da waren wir. So, wir sind jetzt hier in Seefeld und wollen mal gucken, ob wir was zum Essen finden. Cassie hat hier gerade was getrunken und jetzt gehen wir noch ein Stückchen. Und jetzt gehen wir erstmal Richtung Stadtkern. Hier vorne sehe ich schon mal eine Seifenmanufaktur. Hier. Und das duftet hier. Hier kann Cassie einkaufen gehen. Ein Dogstore. Holzschnitzereien und Tiroler Speckstube. Hallo, mir geht ein Licht auf. Ach, die sitzen hier alle draußen. Ich weiß nicht, es ist mir eigentlich ein bisschen zu kalt. Ob ich noch was für drinnen finde? Auch eine schöne Bar, dass die nicht frieren. Na, wie fandet ihr den Sonnenuntergang? Und wie fandet ihr die Wanderung von heute? Ich mache mir jetzt hier jedenfalls in meinem Raum einen gemütlichen Abend, trinke noch eine Tasse Pfefferminztee und dann kuschel ich mich ins Bett. Hier ist es richtig schön kuschelig gerade. Und dann geht es morgen weiter. Morgen fahren wir nämlich weiter. Morgen verlassen wir Seefeld und schauen wir mal, wo wir landen. Seid ihr schon neugierig? Dann Abo dalassen, bleibt dran!